Okay. LP14. Create Safe. Sehr gut. So. Wir können uns jetzt nach Coruscant begeben. Oder. Jetzt haben wir wirklich die Wahl. Wir gehen entweder nach Naboo. Und dann hier rüber. Oder wir gehen nach Mal-Megiddo. Megiddo wird ein interessantes Gefecht. Gehen wir nach Megiddo. Was nehmen wir für einen Bonus? Bin ich für den Garrison Bonus und wir sehen uns gleich wieder. Fuck, da hat sich die Aufnahme automatisch geändert. Oh, ich habe aus Versehen irgendwie was anderes bei Megiddo eingeplant. Scheiße. Egal. Wieso habe ich gerade an einen vollkommen anderen Planeten gedacht? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Die kriegen das schon hin. Okay. So. Jetzt machen wir was Böses. Ach, doch nicht. Wir schießen irgendwie ziemlich unregelmäßig mit diesem Ding, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise ziemlich, ja, schlecht. Deswegen, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir etwas regelmäßiger schießen können, aber da wir ja kaum einen Schuss abgeben. Hier ist natürlich umso schwerer, Gegner zu töten. Komm schon. Na, hör auf. Hör auf. Mann, wie wir den nicht treffen? So. Ach komm, ich wollte gerade schießen. So eine Scheiße. Ah! Aua. Das tut weh. Ja, wie lange sollen wir jetzt noch fallen? Dankeschön. Okay, versuchen wir es mit den Rookie Warrior. Haben wir einen Panzer? Ich dachte, wir haben Panzer, die hier spawnen müssten. Ja. Und da passiert sogar mal was. Ich werde keinen nehmen. Wir gehen mit dem Wookie durch die Gegend jetzt. Bäm. Ey, krieg ich diesen Typen noch mal? Sehr gut. Ups, da haben wir unsere eigenen Leute getötet. Ey, nicht den Wookie outtaken. Was soll denn der Scheiß? Ah. Na klar, renn mir direkt vor die Flinte. Ich hasse es, wenn ich einen Teamkill kriege, weil die Leute, weil meine Verbündeten so dämlich sind, mir direkt vor die Nase zu laufen. Ey, ganz im Ernst, er sieht doch, dass ich schieße. Was macht er? Er rennt direkt vor mich. So blöd kann doch kein Mensch sein. Ja. Bäm. Okay. Ich komme mit Wookies nicht klar. Das haben wir damit schon mal festgestellt. Ich habe das Gefühl, dass ich mit gar keiner Einheit klarkomme. Bin jedenfalls froh, dass wir die größere Garnison genommen haben. Sonst hätte ich nämlich gerade echte Probleme, dieses Gefecht wahrscheinlich noch zu gewinnen. Aber so. Ups. Kriegen wir das auch noch recht gut hin, wie dieser Typ die ganze Zeit rumwackelt, damit wir ihn nicht treffen können. Hallo. Danke.
Hey! Au, 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 au. Wie ich ihn nicht treffe. Okay, egal. Das Gefecht dürften wir soweit gewonnen haben. Vier Leute sind noch da. Drei, zwei. Eins, meins. Aber wo sie sind, einer ist noch da. Hey, nice. Wahrscheinlich da hinten irgendwo rumbacken, keine Ahnung. Keine Ahnung, jedenfalls haben wir gleich gewonnen, 20 Sekunden ungefähr. Oh, da hinten ist noch ein Gegner, scheint es so zu... Da, da ist er. Ein Sniper. Da-ding. Oh, sieht das toll aus. Er guckt so voller Enttäuschung. Oh, das haben wir echt verloren. Wunderschön. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bam, und da sind wir auch schon wieder. Continue without saving, würde ich sagen. Haben wir mal Gito eingenommen. Wunderbar. Und dann greifen sie wieder einmal Dagobah. Nein! Oh mein Gott. So, und jetzt machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir machen Deselect. Holen uns in Kashyyyk neue Flotte. Machen wir das? Ja. Und nehmen jetzt mal Gito und moven hier rüber. Enden den Turn und bezwingen die imperiale Flotte da zu sich zurückzuziehen. Okay, greifen wir jetzt Endor an oder greifen wir Coruscant an? Wir greifen erstmal Coruscant an. Okay, nice. Und natürlich nehmen wir hier den wundervollen Leader-Bonus. Bis gleich. So, und da sind wir in Coruscant und jetzt geht es daran, Coruscant einzunehmen. Mal sehen, wer unser Anführer sein wird. Oh, große Überraschung, es ist Luke Skywalker. Seht euch diesen wundervollen, geilen Typen an in seinem schwarzen Leather Jacket. Oh, ich liebe es. Okay. Und jetzt stoßen wir auf die riesige Masse von imperialen Truppen. Oh mein Gott. So viele Gegner. Wie sollen wir dagegen nur ankommen? Gegen diese ganzen Gegnermassen? Das liebe ich an Coruscant. Ich sage es euch, ich liebe Coruscant einfach dafür, dass das möglich ist. Das Massaker von Coruscant, aber hallo. Alter Schwede. Alter, Luke, dein Vater, der da vier kleine Kinder abgeschlachtet hat, ist nichts dagegen. Auch wenn ich gerade kein Scheunentor treffe, aber egal. Halt, falsch. Das macht den Typ nochmal platt hier. Dankeschön. Oh, Gegner. Hallo, Gegner. Na? Ja, die Gegner fressen sich gerade ein bisschen durch hier. Aber, jetzt haben wir sie wieder. Und das Schöne ist, dass wir uns ja mit jedem getöteten Gegner so ein bisschen heilen. Das heißt, je mehr sie uns treffen, desto mehr Gegner müssen wir einfach töten. Dann haben wir es geschafft. Irgendwie spawnen sie jetzt nicht mehr so ganz so regelmäßig wie vorher. Ach, sie haben noch einen anderen Kommandoposten. Das ist natürlich scheiße. Das wollte ich eigentlich verhindern, dass sie sich noch einen zweiten holen. Aber leider habe ich da ein paar Leute entkommen lassen, wie es aussieht. Oh ja, jetzt sind sie alle hier drüben. Aber egal, seht euch das an. Seht es euch an, wie wir diese Gegner hier weggeschnetzelt haben. Das war ein grandioser Sieg, meine Herren. Hohoho, böse. Echt böse. Ach, da sind die Gegner. Hi. Fuck. Ach, Manno. Scheiße, ey. Ich hatte gehofft, wir würden nicht mehr sterben. Aber leider haben wir es noch geschafft, drauf zu gehen, kurz vor dem großartigen Sieg. Ein Gegner ist noch verbleibend, den haben wir auch gleich. Da drüben ist er und da ist er ausgeschaltet. Sehr gut.
Oh, ich liebe Coruscant einfach dafür, dass das möglich ist. Ah, oh, schön. Merkt es euch, als KUS oder als Rebellion könnt ihr hier durchrennen und einfach siegen. Innerhalb von Sekunden den Sieg davontragen. Create Safe 970, genau, das wollte ich haben. Nämlich können wir jetzt neue Unit freischalten, und zwar wären es die Marines. Damit können wir in größeren Gefechten ein bisschen mehr Schaden anrichten bei den Gegnern. Ah, schade, den Bonus hätte ich gerne, aber der reicht gerade so nicht. Nehmen wir uns ganz schnell den hier und gehen dann weiter. Und dann enden wir den Turn und dann kommt es mal wieder zu einem Gefecht auf Kashyyyk. Über Kashyyyk, genau genommen. Wir nehmen den Energy Boost und wir nehmen... jetzt werden wir endlich mal nach all der Zeit etwas Böses machen. Oh, scheiße. Ja, ich bin wieder mittendrin. Fuck. Fuck. Leute, ihr wundert euch vielleicht gerade, warum ich nichts mache. Mein Bildschirm hat sich abgeschaltet. Das ist gerade echt nicht gut. Da geht er wieder an. Oder? Okay. Puh, ja, mein Bildschirm. Ah, natürlich. Ist sie genau. Fick dich. Ganz ernst hier. Fick dich. Wir nehmen ganz schnell den A-Wing und fliegen einfach mal rüber. Vielleicht können wir irgendwas ausschalten. Ja, schade eigentlich. Ich wollte eigentlich den Transporter nehmen. Den kann man ja da drüben immer schön als Spawn benutzen. Jetzt konzentrieren sie sich gerade alle auf uns. Super. Wow. Ja, natürlich. Weißt du genau, es ist doch dämlich, dass ich so lange warte, bis mein, dass mein Bildschirm so lange braucht, sich anzuschalten. Bis dieser scheiß Transporter direkt vor meinen Augen wegstartet. Ich weiß, wann der Video respawnt. Die Transporter fliegen ja ewig durch die Gegend. Ohne irgendwas zu machen. Es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen gerade. Gut, das ist natürlich scheiße. Aber nach dem Massaker von Coruscant muss ja jetzt auch mal so ein kleiner Rückschlag kommen. Ansonsten hätte ich mich ja zu sehr gefreut. Wenn denn jetzt bitte mal der Transporter spawnen würde. An dieser Stelle, da, genau da, 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 und 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 da, 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 da. Vielleicht gucke ich ganz kurz mal weg und dann ist er wieder da. Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. 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 Okay, wir gehen ganz vorsichtig rückwärts drauf zu und er ist immer noch nicht da. Ey, wie diese scheiß Transporter haben wir so ewig brauchen. Ja, super. Oh, wie toll das gerade läuft, ey. Wir werden nie, dass das Gefecht einfach nur bei unser scheiß Transporter nicht auftaucht. Das ist zum Kotzen. Ey, fick doch dieses Spiel. Seriously. Dieses Spiel. Ganz im Ernst, das ist doch lächerlich. Ey, ja klar, jetzt komm, mach alles kaputt hier mit einmal. Oh, ist das dämlich gerade. Es regt mich gerade so auf, dass dieser scheiß Transporter einfach nicht wieder auftaucht, ne? Dass er sinnlos durch die Gegend fliegt. Nicht bei den Gegnern drin landet, aber einfach nur, wie gesagt, da ist er. Kaum kill ich mich. Ja, wir haben das Gefecht schon fast verloren. Ja, unsere Fregatten sind tot. Ey, der Gegner hat immer noch volle Schilde wahrscheinlich. Nee, tatsächlich hat der Gegner scheinbar doch, er hat noch Schilde. Klar, sieht man auf der Karte, auch wenn sie mir gerade nicht angezeigt werden.
Es regt mich gerade so auf. Glaubt ihr gar nicht. Dass mein Bildschirm sich natürlich direkt zu Startbeginn, zu Gefechtsbeginn ausschaltet. Was zur Hölle? Ich hab die ganze Zeit Leertaste gehämmert und nichts ist passiert. Ey. Es ist so zum Kotzen. Ach, dieses Gefecht haben wir verloren. Ey, wie gesagt, ne? Was soll ich machen, wenn ich die ganze Zeit handlungsunfähig bin am Anfang? Weil mein Bildschirm sich abschaltet. Ich wette, ihr glaubt mir das nicht, aber der hat sich wirklich einfach abgeschaltet. Das Netzkabel, Netzteil ist locker. Irgendwie hat einen Wackelkontakt. Ich muss dann jedes Mal immer wieder dran rumhampeln, bis sich dieses Scheißding wieder einschaltet. Boah. Ey, wir wären fast auch noch drauf gegangen. So, erstmal den Auto-Turrets ausschalten. So, nämlich. Und noch einen Schuss und dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Ja. Nice. Und dann gehen wir wieder rein in den nächsten Raum. Machen erstmal ganz kurz das Auto-Turret kaputt. Und killen. Ach, da ist noch einer. Hallo. Na? Und dann kommt noch einer. Na, lässt du Munition fallen? Nein, keiner von euch lässt Munition fallen, ihr Säcke. Scheiße. Hey, du. Ist hier keiner reingerannt gerade? Okay. Habe ich mich geirrt? Okay, doch, da ist einer. Lässt du Munition fallen? Nein, natürlich nicht. Ah, ist das so kotzen. Soll Munition fallen lassen, die Säcke. Da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle haben so Munition fallen lassen. Das heißt, wir können nur kurz nachladen. Und dann ist wieder einer angekommen. Nein, immer noch nicht. Ich höre immer dieses Zwischen, aber scheinbar geht die Tür nur auf. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Feuermodus gewechselt habe. Passiert bei mir irgendwie ständig, wenn ich auf diesen Schiffen bin. Ich finde es aber lustigerweise viel praktischer so, wenn man sie damit mit einem Schuss tötet. Ey, du hast die Munition eingesammelt, die ich einsammeln wollte. Stirb dafür. Ah. Nice, und er bringt mir sogar Heal. Sehr gut. Okay. Nachgeladen und dann auf die Engine Coolant Tanks geschossen. Hier ist wieder einer reingekommen, aber traut sich gerade nicht um die Ecke. Da ist er. War er. Wieder auf die Engine Cooling Tanks. Nice. Okay, ich glaube, das können wir, können wir eventuell noch schaffen, wenn wir ganz viel Glück haben. Aber da müssen wir jetzt echt richtig viel Schwein haben. Ich glaube, wir haben immer noch nicht ihre Schilde ausgeschaltet. Ah, Munition. Wenn ich Verbündete hier drin, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer noch die Einzigen sind.
So, dann gehen wir mal ganz kurz in den Schilderaum. Ah, die Schilde sind doch am Laufen. Ich hab's geahnt. Aber die kriegen wir gleich down. Ups, sag mal. Macht gar keinen Schaden bei den Dingern, kann das sein? Ich sehe auch überhaupt nicht, wo man Schaden machen könnte. Komisch. Hä? Okay. Fuck, 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 fuck. Ach, Kacke, hat er mich doch noch gekriegt, der Wichser. Schöne Scheiße. Unser Schiff ist gleich tot, ne? Ach, und wir kommen nicht mal rüber. Scheiße. Und verloren. Dass wir es echt noch verlieren würden, ne? Also, wir können es gerade vielleicht noch schaffen. Kommt bitte in A-Wing. A-Wing, komm. A-Wing, 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 A-Wing. Komm schon, tu mir doch mal den Gefallen. Nein, nein, gar kein Schiff gerade. Also beten. Ein Schiff muss noch zerstört werden. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ich versuche es jetzt mit dem Bomber. Ja, sehr gut. Boah, dass wir das noch schaffen würden. Alter Schwede. Okay, sehr gut. Peinlich. Aber gewonnen. Peinlich gewonnen, aber gewonnen. Darauf kommt es doch an. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.